Yo! Was geht ab? Wir trainieren heute mit dem FC Bayern München. Und zwar der Frauenmannschaft. Es wird interessant. Dafür sind wir extra 500 Kilometer von Düsseldorf nach München geflogen zum FC Bayern Campus, um dort mit der Frauenmannschaft ein Training zu absolvieren. Sehr gespannt, ja. Ich glaube, die ziehen uns alle halt hier ab. Ich hoffe, ich performe hier heute gut, damit ich gekauft werde. Okay, auf geht's. Oder willst du Josef was sagen? Nee, wir haben ja zwei Gäste, wir gehen einfach rüber, okay? Nach dieser wunderschönen Vorstellung ging es dann erstmal rüber zum Aufwärmen. Wir machen einfach das, was die anderen machen. Ist ja fast wie bei euch in der Kreisliga. Ich bin ein bisschen überfordert hier. Weißt du bestimmt, was du jetzt machen musst? Ich habe solche Geräte noch nie gesehen. Ich kenne nur Laufen. Von hier direkt rüber einfach. Eure Position. Ey, die denken sich doch einfach nur, warum bin ich hier? Was macht der Kollege da? Los, Alter, wir werden ins kalte Wasser geworfen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Ich versuche den einfach irgendwie hinterher zu laufen. Oh, der war nicht so gut, ne? Der war nicht so gut, weißt du selber, Hötzi. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Aber es ist geil, das ist übergeiles Training. Wo ist Holz hier aber? Ja, nicht reden hier, Holz, ne? Nicht so viel Zeit, ich muss mich konzentrieren. Hast du ja was Richtiges für den Mo hier unten, ne? Mal weg von der Kamera. Von hier auf den Platz. Ja, wir würden nicht mal diese Pässe hinkriegen. Ja, Junge, Junge, das ist das Aufwärmen. Super. Hört sich mal das normale Training so anstrengend. Ja. 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 Oh, pass durch, saubere Pässe. Platz. Longline. Gut so. Ja. Hast du gecheckt? Hast du gecheckt, Kollege? Ich muss abgucken. Muss ich laufen oder spielen? Wo muss ich hin, Mann? Und jetzt? Okay. Hast du eine Ahnung, was wir bei der Jugend machen? Ich habe keine Ahnung, was wir machen mussten. Ich habe einfach den Ball ein bisschen gespielt, da wo jemand frei war. Und ich glaube, das habe ich gut gemacht. Ich glaube, die haben richtig Hass auf uns hier. Zum Glück sieht man meinen Schweiß nicht, weil jetzt regnet es. Ich hoffe, jetzt werden wieder Pannas verteilt. Lava! Ah! Die wollen mich alle pannen. Oh! Wow! Junge! Okay.
keine Ahnung. Anderes Bundesland, andere Regeln. Ich hoffe, wir gehen jetzt langsam in die Spielform, ne? Da wussten wir leider noch nicht, dass alles ganz anders kommen würde, als wir es uns dachten. Ich bin fix und fertig. Das ist kein Regen, das ist Schweiß, Mann. Ach du Kacke. Die Mädels machen jetzt hier eine Übung. Da dürfen wir nicht mitmachen. Wir werden jetzt laufen geschickt. Ja, ich glaube, unsere Ausdauer und so ist einfach noch zu schlecht. Deswegen müssen wir jetzt erstmal laufen gehen. Ja, wir können eigentlich, ich muss Läufe machen. Wir sind ja in der Vorbereitung. Ja. Wir machen ja Läufe mit den Mädels. Ja, ja. Wir können das eigentlich heute mit euch noch machen. Machen wir. Seid ihr bereit? Natürlich. Immer bereit. Das ist eine andere Sache. Sehen wir dann. Als wir gesagt haben, wir wollen richtiges Training mitmachen, meinte ich jetzt nicht diese Art von Training. Ich dachte, diese auf Tor schießen Training. Aber gut, wir machen alles, Leute. Digga, ich dachte, das ist Andehnen, Rondo, Spiel. Ich wusste auch nicht, dass man anders trainieren kann. Nach einem weiteren kurzen Aufwärmprogramm ging es dann rüber in die Läufe. Und nicht nur ein Lauf oder zwei, sondern sehr, sehr viele. Hey, wir haben morgen noch Kreisliga-Training. Dann geht's wieder zurück. Sprint? Ja, aber es ist so. Oh ja. Tempo! Das ist das Anstrengendste, was ich hier gemacht habe. Komm, 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 komm. Wir sind 500 Kilometer hier hingereist, um auf einer Wiese zu laufen. Geht schon wieder weiter. Das ist echt schon krass. Also wir wären jetzt so in der Hälfte. Wenn ihr noch dabei seid, zu Orangen zurück, wieder zu Orangen, wieder zurück. Holzi liebt laufen. Ich bin halt mehr so der, der gerne Fußball spielt, aber bin ich hier scheinbar an der falschen Adresse. Jo. Und wieder beschleunigen, bremsen. Das wäre eigentlich schon der nächste. Komm, 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 komm. Und 2 Stunden später. Muss noch mal gehen. 11:03. Tut mir leid, du kannst leider nicht in das Team. Ich glaube, ich wäre kein Profi. 3 Stunden später. Also wenn du ganz viel trainierst, dann kannst du irgendwann mal damit spielen, ne? Ganz links ist hier der Chefcoach. Ich glaube, ich übernehme das gleich mal. Ja, ein bisschen mal verschieben da, ne? Keiner hört mir zu. It's the width of the pitch. So, what we gonna do? In the first phase we were talking about it. We gonna play. Wir dürfen nicht mittrainieren. Das sind geheime Taktiken, die die Bayern-Damen da trainieren. Da würden wir stören, glaube ich. Und damit war das Training leider Gottes für uns beendet. 3000 Jahre später. So, das Training ist vorbei. Für uns gab es nicht so viel zu trainieren. Wir haben jetzt noch ein paar Challenges vorbereitet mit 4 Spielerinnen und einer Torhüterin. Wir fangen an mit 11 Metern. Jeder schießt 2 und dann schauen wir mal weiter, ne? Jeder für sich. Okay, dann fangen wir an. Sicher rechts unten. Wenn ich den Elfer mache, dann schieße ich alle Elfer bei uns in der Saison. Ja, so, danke, danke. Ey, sehr stark geschwungen. Unlucky. Unlucky, aber ich schieße die Elfer in der Saison. Bis jetzt sieht's gut aus für uns. Sam, I'm Sam from Scotland. Nice to meet you, Sam. Yeah. Here we go. Von Scotland. Also man muss sagen, bis jetzt mein Elfer war der schlechteste. Und die nächste. Maxi Ralf. Oh. Oh, confident, confident. Paula kam zu spät, deswegen kenne ich ihren Namen. Oh. Okay, zweite Torhüterin kommt rein. Zweite Runde Trickshot. Schauen wir da jetzt drin. Ne? Ja, man muss probieren, was soll ich sagen? Wenn ich ihn nicht probiere, wo dann? Ich kenne alle meinen Trickshot. Ich kann nur einen, aber den kann ich richtig gut. Nicht zu viel Applaus hier, ne? You shooting like this? Also, könnte hier rauskommen, dass Holzi der Elfer Loser ist, ne? Oh, oh nein! Ramona. Oh! Aber wir müssen rein. Okay, du musst jetzt wieder gut machen für Garda, ne? Nope! Ich hab keine Ahnung, ich bin okay, erste Challenge vorbei. Jetzt gehen wir ganz klassisch ins Lattenschießen über. Bis einer trifft. Bis einer trifft, ja. Wer trifft, gewinnt. Die arme Paula, die kam wieder, um das 2 Dinger daneben zu sehen. Komm, machen wir direkt.
Oh. Weil ich hab mittrainieren lassen. No. No. Ja. Oh, okay. Nope. No. Second try. Ja. No way. Und als allerletztes unsere Lieblingsdisziplin, Ecken reindrehen. Hast du schon an die Kamera? Die Kamera ist an. Oh, no need. No need. Boah. Ich will nicht mehr machen. Kann das Video jetzt hier enden? Guck mal, Paula. Paula, wir drücken dir die Daumen. Nope. Wir animieren den rein. Boah. Sam from Scotland. Nicht schlecht. Ich hab gar keinen gewonnen, nach solchen guten Schüssen überhaupt noch was zu machen. Das ist einfach auch. Wow! Ich bin da. Wieder der Troll, der daneben schießt, Digga. Egal, es muss auch ein Troll gehen. Mach mal, komm, mach ihn mal. Junge. Einfach wie Paula. Alles besser. Oh. Wieder unentschieden. Danke fürs Zuschauen. Nice to meet you. Thank you. Sorry if you don't understand me. Oh, we do. We understand you. Bye bye.